und herzlich willkommen zu meinem Frage- und Antwort-Video. Ihr durftet mir Fragen stellen, diese habe ich jetzt alle beantwortet, beziehungsweise beantworte sie jetzt direkt. Es waren echt mehr, als ich überhaupt gedacht habe. Und teilweise auch Fragen, warum? Aber okay, ich fange direkt an, ohne großartig rumzuplänkern oder ausschweifen zu werden. Das werde ich noch früh genug. Also, Frage Nummer 1. Was sind deine Lieblingsserien, Filme, Lieder, Sänger? Lieblingsserien. Vikings, Sons of Anarchy, Grey's Anatomy. Früher mal The Vampire Diaries. The Walking Dead feiere ich auch hart, war zwischendurch ein bisschen flau, aber ist wieder gut dabei. Ich muss mal ganz kurz, hier ist irgendwas scheiße. Ja, noch was? Queen of the South, Weeds. Derzeit suchte ich Supernatural. Ihr seht also, es ist alles querbeet, hat diverse unterschiedliche Gründe. Bei zum Beispiel Vikings und Sons of Anarchy sind es einfach die heißen Typen. Bei Grey's Anatomy einfach, keine Ahnung was genau. Ich finde die Serie einfach cool. Ganz früher war es sogar Buffy. Buffy ist auch cool. Meine Lieblingsfilme. Ich habe, glaube ich, gar keinen Lieblingsfilm. Ich habe auch kein Lieblingsgenre, what the fuck? Ihr wisst, was ich meine. Ich gucke alles querbeet, über Liebesfilme zu Komödien, Horrorfilme. Wobei Horrorfilme gucke ich eher so... Ja, so, dass ich nicht hingucke. Ich habe halt immer Angst. Wirst du gemobbt? Nein. Wurde ich schon gemobbt? Nein. Tatsächlich habe ich das noch an mir nie erfahren müssen. Wie bist du zu Dreads gekommen? Tatsächlich Wahnsinn. Also diese Frage wurde mir bestimmt 10-mal gestellt. Wie ich zu Dreads gekommen bin. Wie bin ich zu Dreads gekommen? Ich wollte sie einfach haben. Ich wollte sie schon immer haben. Ich wollte sie schon wahnsinnig lange haben. Ich habe mich nur immer nicht getraut. Und habe dann irgendwann durch den positiven Input von meinem Freund quasi den Mut bei den Hörnern gepackt. Nennt man das so? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall. Und da habe ich sie halt machen lassen. Einfach, weil ich sie schon immer haben wollte und ich das auch einfach schön finde. Wie bist du so selbstbewusst geworden? Bin ich das? keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob ich selbstbewusst bin. Keine Ahnung. Also, wenn es den Anschein macht, dass ich selbstbewusst bin, cool. Aber ich renne rum voller Selbstzweifel. Ich liebe mich, aber ich zweifle oft hart an mir. Bist du religiös? Woran glaubst du? Ich bin nicht religiös. Ich glaube an Karma und das Schicksal. Diese Frage, scheiße, ich wollte es googeln, ich habe es vergessen. Die war so geil. Ich wollte es tatsächlich googeln, weil ich eigentlich vorhatte, darauf vernünftig zu antworten. Dann allerdings bin ich davon abgekommen, scheiße. Und zwar war die Frage, darf man Popel essen und sind sie gesund? Scheiße, ich habe jetzt nicht gegoogelt. Deswegen keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher. Aber pauschal würde ich sagen, man darf es nicht, weil das ist echt eklig. Wie schneidest du deine Videos? Insofern ich nicht irgendwie gerade wie in dem Video, wo wir in Bremen waren, irgendwie kurze Passagen zusammenschnibbel, schneide ich gar nicht und knall euch meine
ungeschminkte, haha, gerade heute bin ich geschminkt, super, meine ungeschminkte Schnauze so rein, wie es ist, mit sämtlichen Sprachfehlern und Pannen. Ach so, und sollte ich doch, wie zum Beispiel in dem Video, wo wir im Bremen waren, irgendwie kleine Abschnitte zusammensetzen, dann mache ich das mit KeinMaster oder wie der Scheiß heißt. Das ist eine kostenlose App fürs Handy. Welche Musik hörst du? Hauptsächlich höre ich Goa. Und Goa. Ich höre auch zum Teil Goa. Ich höre auch gerne Green. Oder Goa. Nein, also ich höre tatsächlich alles querbeet. Ganz egal was. Beim Einkaufen, beim Aufräumen. Ist ein bisschen hoch eingestellt hier alles, ne? Beim Aufräumen knallt die Playlist von, keine Ahnung, da ist alles drauf. Blümchen tatsächlich, ja, mit Herz an Herz zu Modern Talking. Ich habe alles. Ich höre alles. Ich höre am liebsten Goa und Green, aber ich höre alles. Was machst du momentan gerne? Schlafen. Schlafen und fressen. Ich habe bei jemandem, ich weiß gar nicht, wie die heißt, das ist hier eine, hier ist auch gut, das ist eine Beauty-Bloggerin. Sie sagte mal so schön, vielleicht wisst ihr, wen ich meine, ich glaube, sie ist Türkin. Sie redet immer so Digi und Gangster. Eigentlich überhaupt gar nicht so eine Person, auf die ich normalerweise klarkommen würde, weil ich das total nicht leiden kann, dieses ganze Digi-Digger-Gehabe. Aber ich finde sie einfach wahnsinnig cool. Ich habe mir gestern erst wieder eins von ihren Videos reingezogen. Ich feiere diese Frau. Und sie sagte mal, sie ist geboren worden als Penner. Mampfen und schlafen. Ja, also das mache ich tatsächlich zurzeit sehr gerne. Mampfen und schlafen. Man sieht es mir auch an, ich habe hart zugenommen. Aber das hat eine andere Hintergrundgeschichte, auf die ich auch gar nicht so gerne näher eingehe gerade. Auf jeden Fall, ja, ich schlafe halt sehr gerne, aber ich komme da nicht so viel zu. Ihr wisst ja, Mutter und so. Ich male halt gerne und zurzeit gerne. Der Sommer ist jetzt quasi, kommt in großen Schritten auf uns zu. Da werde ich wahrscheinlich gerne draußen sein. Welchen Wunsch hast du für deine Zukunft innerhalb der Familie? Ich hoffe, dass meine Kinder gesund bleiben. Ich hoffe, dass mein Freund gesund bleibt. Ich hoffe, dass wir alle gesund bleiben. Das wäre einer meiner größten Wünsche für unsere Zukunft. Und ich hoffe, dass wir uns unsere Vorstellung von der Selbstversorgung umgesetzt bekommen, so wie wir uns das halt denken. Möchtet ihr noch mehr Kinder haben? Definitiv. Nein! Teilt dein Partner deine Ansichten mit dem Plastik und der ökologisch gerechten Ernährung? Ich habe meine Handschrift heute, irgendwie ist die nicht so gut. Ich habe krass gesauklaut. ja, also er achtet da auch schon mit mir zusammen sehr drauf. Was heißt, er achtet darauf? Ich bin halt diejenige, die einkaufen fährt. Ich bin diejenige, die die Lebensmittel besorgt. Er hat sich dem zu fügen, Thema durch, Ende im Gelände. Was sind deine Lieblingsfarben? Grün. Ich habe nur eine Lieblingsfarbe, das ist grün. Magst du Tiere? Ja. Was isst du gerne? Alles. Nein, boah, ich bin richtig wählerisch mit dem Essen tatsächlich. Ich finde ganz viele Sachen überhaupt nicht lecker. Das macht es mir auch immer krass schwer. Was ich richtig gerne esse, so mein, davon kann ich mampfen, bis ich Bauchschmerzen bekomme, essen, sind gebratene China-Nudeln mit pikanter Soße. Da kann ich mich richtig hardcore vollmampfen mit. Schämst du dich für deinen Körper? Jein.
Also es gibt Momente, da stehe ich vorm Spiegel und habe was an. Also wenn ich nackt vorm Spiegel stehe, ist immer so, Bruder, muss los. Wenn ich angezogen bin, stehe ich des Öfteren vorm Spiegel und denke mir so, ja, heute bist du durchaus eine echt schicke Milf. Wenn ich nackedei bin, stehe ich halt öfters vorm Spiegel und denke mir so, okay, das ist schon echt eklig. Ich habe auch Momente nach 4 Jahren, die ich nun jetzt mein Leben mit meinem Freund teile, wo ich vor ihm stehe und er kriegt so diesen Blick, ne, ihr Frauen, ihr kennt das, ne, wenn ihr nackt seid und euer Mann guckt euch so an und er hat schon so diesen, mein Freund hat immer Sexblick dazu. Und ja, er guckt mich halt so an, dann kriege ich manchmal so ein Gefühl und denke so, boah, Junge, nee, komm, ne, kauf dir keiner ab, den Scheiß. Ich meine, ich weiß, wie ich aussehe. Ja, ich habe Hängetitten, ich habe einen Pizzabauch, ich habe einen Schwabbelarsch, ich habe Fledermausarme, ich habe einen Doppelkinn, ich habe Zellulite, alles mit dabei. Ja, ich habe Tigerstreifen an meinem Bauch, alles cool. Also ich weiß, wie ich aussehe, ich komme damit klar, ich bin damit konform. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt nackt irgendwie am Strand liegen wollen. Wann hattest du dein erstes Mal mit... ich glaube, ich war schon 16. An dieser Stelle, also ich gehe nicht davon aus, dass er meine Videos guckt, aber es tut mir sehr leid, wenn ich mein Alter vergessen habe. Ich bin mir gerade nicht sicher, 15, 16. Ich glaube, ich war schon 16. 15? Auf jeden Fall war mein erstes Mal wirklich... also es gab keine Rosen. Wie hast du deinen Freund kennengelernt? Ich habe in einem Tierfutterladen gearbeitet und dort ist mein Freund mit seinem Hund, unserem Rüden, dem Duran, einkaufen gewesen und ließ sich auf getreidefreies Futter braten. Dieses hat mein Kollege, der war halt auch noch nicht lange bei uns, nicht so gut gemacht und dann bin ich zu Hilfe geeilt quasi und habe ihm so ein bisschen bei der Beratung geholfen und habe so meinen Freund kennengelernt. Und das ging auch dann ganz schnell, dass ich quasi so seine VIP-Beratung wurde quasi. Er wollte halt immer nur zu mir und irgendwann haben wir uns einmal privat getroffen. Dann irgendwann habe ich auf seinen Hund aufgepasst. Ja, und dann habe ich, wenn ich das Haus verlassen habe, so Haarnadeln am Waschbecken liegen lassen und eine Zahnbürste und ihm quasi andere Nummern so ein bisschen madig gemacht damit. Nein, wir wurden halt ganz schnell auch ziemlich gute Freunde. Und mehr halt. Aber ich habe ihn halt kennengelernt, weil er mein Kunde war. Ich alte Hundefutterhure. Das hört sich immer an. Ja, es war mein Kunde. Die Blicke dann. Bist du einsam? Die Frage fand ich total interessant, weil man geht ja davon aus, ich hab 2 Kinder, ich habe einen Freund, ich habe, wenn nicht viele, aber ich habe Freunde. Man geht davon aus, dass so jemand die Frage natürlich mit Nein beantwortet. Aber in der Tat, ich bin oft wahnsinnig einsam. Ich bin viel alleine, ich fühle mich oft... als ob niemand da ist. Ich könnte in einem Raum voller Menschen sein und trotzdem mich wahnsinnig alleine fühlen. Hast du Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester, sie ist 3 Jahre älter als ich. Seid ihr verheiratet? Nein. Was möchtest du gerne werden, wenn du groß bist? Erwachsen. Weil ich möchte, wenn ich groß bin, ich weiß nicht genau, was ich werden möchte tatsächlich. Ich möchte ganz vieles werden, aber würde das wahrscheinlich nie alles unter einen Hut kriegen. Aber ich habe da so diverse Ideen auf jeden Fall. Etwas, was ich schon immer sein wollte, ist eine Schriftstellerin. Also ich möchte irgendwann in einen Buchladen gehen und mein Buch da stehen sehen. Ein Buch, was ich geschrieben habe, aber irgendwie komme ich zurzeit einfach nicht dazu, mein Buch weiterzuschreiben und das stört mich selber auch sehr. Das Schlimmste, was du erlebt hast, war,
Als ich diese Frage aufgeschrieben habe, beziehungsweise als ich die Frage gelesen habe und aufgeschrieben habe, ist mir direkt eine Situation in den Kopf gekommen. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich darüber rede, für die Person, die halt auch betroffen war. Aber als allererstes, und das ist immer etwas, was mich wahrscheinlich nach all den Jahren immer wieder zu Tränen rühren wird und kann und wo ich auch immer wieder drüber nachdenke, ist der Tod von dem Sohn meiner Ex-Schwägerin. Das war eine Situation, was mich in meinem Leben doch sehr geprägt hat. Etwas, was mich immer wieder ins Straucheln bringt. Was war das Schönste, was du erlebt hast? Ich bin eine Arschlochmutter, weil ich jetzt nicht sage, die Geburt meiner Kinder, oder? Das Schönste, was ich bisher erlebt habe, ich habe so viele schöne Momente in meinem Leben erlebt, dass ich gar nicht weiß, was davon eigentlich tatsächlich der schönste war. Ich war vor einigen Jahren, das ist noch gar nicht so lange her, also ist schon lange her, aber nicht so lange her. Du möchtest Schuhe anziehen? Oh, bist du gestürzt? Ja, den Hosen wir haben. Ich mach mal ganz kurz auf Pause. Was eine Action? Nicht nur die Schuhe meines Sohnes muss ich anziehen, nein, der Schäfer kam und ich musste unseren Hund reinholen. Der lief da so freudestrahlend rum. Also, ich schwitze. Ich muss mich voll beeilen, ey, das ist ja wie Sport für mich. Mhm. Wo war ich? Genau, also. Das Schönste. Ich wollte euch erzählen, das ist so 4-5 Jahre jetzt her. Wahnsinn, die Zeit, die rennt auch, ey. Da war ich mit Freunden und deren Kinder an der Ostsee. Und tatsächlich war das ein Moment, der mich, als ich mit den Füßen im Wasser stand, etwas zu Tränen gerührt hat, ja. Weil ich vorher noch nie an der Ostsee war, beziehungsweise mich nicht daran erinnern konnte, überhaupt an der Ostsee schon mal gewesen zu sein. Es war doch sehr schön für mich. Was ist dein Lieblingsessen? Hatte ich die Frage nicht schon? China-Nudeln, definitiv, immer noch. Genau, ja, die Frage fand ich auch merkwürdig. Warum bist du so perfekt? Also ich bin tatsächlich fernab davon, perfekt zu sein. Ich bin unkonzentriert, unorganisiert. Ich bin ein absoluter Chaosmensch. Ich bin faul. Ich muss mich immer wieder, jeden Tag irgendwie motivieren, den Arsch hochzubekommen. Ich bin mental nicht gefestigt, ich bin launisch, ich bin laut, ich bin zickig. Also ich bin fernab davon, wirklich perfekt zu sein. Ich finde es immer total niedlich, wenn jemand, gerade junge Mädchen, sagen, du bist so perfekt. Davon bin ich wahnsinnig weit entfernt. Machst du mal ein Fan-Treffen? Keine Ahnung. Ich wüsste gar nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Nachher sitze ich da irgendwie und warte, dass zwei Menschen kommen. Nein, keine Ahnung. Tatsächlich habe ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Ich habe das schon mal bei anderen YouTubern oder auch TikTokern gesehen und musste dieses allerdings auch immer irgendwie so ein bisschen belächeln, wenn die denn, wenn TikToker so tun oder so sich darstellen, als ob sie nun auf einem selben Level, keine Ahnung, wie Justin Bieber sind oder Beyoncé oder what the fuck. Ich wüsste gar nicht, warum ich ein Fantreffen machen sollte, weil ich glaube nicht, dass es so viele Leute gibt, die das wollen würden. Hast du ein Postfach? Nein, ich überlege aber schon die ganze Zeit, mal eins zu machen. Fändest du es komisch, wenn dich jemand auf der Straße anspricht?
Nicht mehr. Es kam jetzt inzwischen schon so oft vor, dass ich angesprochen worden bin, so von wegen so, hey, du bist doch die... Es fing an bei Facebook, als ich in Facebook-Gruppen aktiv live gegangen bin, so, hey, du bist doch die aus Facebook, hey, oh, ich kenne deine Hunde schon, bla bla. Dann irgendwann ja durch TikTok und YouTube und ich wurde auch schon in Situationen angesprochen, wo man eigentlich nicht unbedingt angesprochen werden möchte, und zwar beim Frauenarzt im Wartezimmer. Aber es ist halt, also ich finde es nicht mehr komisch. Es war am Anfang sehr komisch, ich finde es halt nicht mehr komisch. Fändest du es merkwürdig, Autogramme zu schreiben? Ich glaube, das fände ich dann doch wieder komisch. Ich kann mir das halt einfach nicht vorstellen, dass das jemand wollen würde von mir. Wurdest du schon erkannt als Fräulein Filz? Ja, halt, wie gesagt, diverse Male schon. Und würdest du Selfies erlauben? Auch da stellt sich die Frage, wer will das? Hast du eine Mailadresse? Ja, habe ich. Da könnt ihr mir sehr gerne schreiben. Fräulein.filz@gmail.com. Mein Hund ist ganz aufgeregt. Ja, ich setze die E-Mail-Adresse einfach unten in die Kommentare. Wie pflegst du deine Dreads? Mit Wasser und Seife. Also ich mache tatsächlich nicht viel mit meinen Haaren. Ich wasche sie einmal die Woche. Ich benutze Seifen, also Ronnys Seifen. Die findet ihr auch auf Facebook. Super tolle Geschichte. Ja, und ansonsten mache ich gar nicht viel. Also viele sagen immer so, hier Tide and Root und Palm Rolling. Habe ich keinen Bock zu, bin ich viel zu faul, wirklich. Mit meinen Dreads mache ich wirklich eigentlich nicht viel. So. Dori, hör doch mal auf. Wo war ich hier? Wolltest du dich schon einmal umbringen? Ja. Den Mut dazu allerdings habe ich nie gehabt. Aber der Gedanke an sich war schon wahnsinnig oft da. Was halt mit einfach... Es gab halt Momente, in denen ich gedacht habe, ich komme da nie wieder raus. Ich werde immer alleine sein, ich bin eine schlechte Mutter, ich bin eine schlechte Freundin, ich bin es nicht wert. Es waren viele Situationen in meinem Leben, wo ich schon gedacht habe, es wäre vielleicht einfach der einfache Weg, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Aber im Nachhinein bin ich froh, dass ich es halt noch nicht getan habe. Weil so scheiße oft Situationen ja auch sind, also so schlecht wie manche Sachen sind. Und ich habe wirklich Scheiße schon mit Löffeln gefressen. Ist das Leben halt doch schön, ne? Ich meine, wir haben Schnee und Sonne und Wasser und Blumen und Freunde und... Im Endeffekt sind wir nie alleine, auch wenn wir oft das Gefühl haben, dass wir es sind, aber wir sind es halt nicht. Und wenn wir Menschen in unserem Umfeld haben, die uns vielleicht nicht gut tun, dann müssen wir uns von diesen Menschen trennen und dann ändern wir Situationen, die uns eventuell schlecht, uns ein schlechtes Gefühl gegeben haben, wieder in irgendwas Positives. Und ja, ja, aber ich hatte es tatsächlich schon vor. Habe ich jetzt alle durch? Ich habe, glaube ich, eben eine ausgelassen, weil ich die später beantworten wollte. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Nein. Das waren eure Fragen und das waren meine Antworten. Ihr könnt mir jederzeit immer wieder gerne andere Fragen stellen. Ich beantworte sie gerne immer mal wieder zwischendurch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Auf meine bescheuerte Art und Weise. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn nicht, dann ist das halt auch so. Ach so, genau. Die Frage war ganz oben.
Wie gehst du mit Hatern um? Um auf das, wenn es euch nicht gefallen hat, zurückzukommen. Meine Reaktion zu Hatern ist ein freundliches, es tut mir leid, dass du so wenig geliebt worden bist. Nehmt euch nicht immer alles so zu Herzen, was fremde Menschen zu euch sagen, okay? Das ist überhaupt gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass ihr euch selber mögt und dass ihr mit dem, was ihr tut, selber zufrieden seid. Und solange das der Fall ist, ist der Rest halt unwichtig. So, das war's. Und dann sehen wir uns in ein paar Tagen wieder. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne restliche Woche und ein schönes Wochenende. Und das war's. Auf Wiedersehen!